Die Genetik ist ja irgendwie schon gewissermaßen eine Lotterie. Einige Menschen werden mit großen, wohlgeformten Waden geboren, während andere gezwungen sind, einen Großteil ihres Lebens mit zweigartigen Unterschenkeln zu leben. Für viele ist frustrierend, dass die Waden einer der Muskeln des Körpers sind, die am widerstandsfähigsten gegen das Wachstum sind. Denkt mal drüber nach, jedes Mal, wenn ihr einen Schritt macht, werden eure Wadenmuskeln aktiviert, da sie den ganzen Tag über die Aufgabe haben, euer ganzes Körpergewicht zu stützen. Infolgedessen müsst ihr eure Waden sehr hart beanspruchen, um sie so weit zu aktivieren, dass sie größer werden. Normales Training bringt da nicht viel, wenn es darum geht, größere Waden zu bekommen. Welche Übungen eure Waden allerdings bereit für den Sommer machen, verraten wir euch jetzt. Los geht's! Nummer 1. Burpee Frog. Für diese Übung braucht ihr ein wenig Platz. Wir fangen direkt mal mit einer Burpee-Variante in der Liste an, und zwar den Burpee Frogs. Ihr stellt eure Beine am Anfang der Übung hüftbreit auf den Boden. Dann geht's runter in die Liegestütz, wobei die Brust bei dieser Variante den Boden berührt. Jetzt springt ihr mit den Beinen nach vorne, indem ihr sie zu euren Händen führt. Soweit, so gut. Aber statt eines geraden Strecksprungs macht ihr einen weiten Froschsprung nach vorne und landet auf beiden Beinen gleichzeitig. Dann die Hände wieder neben die Beine und runter in den Liegestütz. Macht diese Übung für 40 Sekunden und macht danach 20 Sekunden Pause. Wiederholt das Ganze für den Anfang dreimal. Mit der Zeit werdet ihr besser und könnt entsprechend mehr Wiederholungen machen. Nummer 2. Jumps. Wenn ihr schon trainiert, warum nicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Mit den Jumps trainiert ihr eure gesamte Beinmuskulatur und bringt euren Herzschlag auch ordentlich nach oben. Dafür stellt ihr euch hüftbreit hin, geht in die Knie und springt dann mit beiden Beinen gleichzeitig nach oben. Die Knie werden beim Sprung angezogen und so weit nach oben wie möglich gebracht, mindestens auf Höhe der Hüfte. Versucht das Ganze in eurem Tempo, so schnell ihr könnt. Auch hier macht ihr drei Wiederholungen von je 40 Sekunden mit jeweils 20 Sekunden Pause. Nummer 3. Calf Raises. Für euch steht ein Marathon an oder ihr wollt einfach nur euren Output am Leg Day vergrößern? Was auch immer euer Ziel ist, mit einer gut trainierten Wadenmuskulatur könnt ihr das erreichen. Deshalb solltet ihr in Betracht ziehen, Calf Raises in euren Trainingsplan mit einzubeziehen. Die Übung ist ziemlich genial, denn sie ist einfach und kann wirklich überall ausgeführt werden. Eine Erhöhung, wie zum Beispiel eine Treppenstufe oder so etwas, ist für die Übung eigentlich genial, aber es geht auch einfach auf dem Boden. Was genau müsst ihr jetzt eigentlich tun? Zuerst mal gerade hinstellen. Der Kopf ist eine Verlängerung der Wirbelsäule. Aus dieser Haltung werden jetzt die Fersen erst maximal angehoben und dann so weit wie möglich abgesenkt. Dann geht es wieder zurück auf die Zehenspitzen. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass ihr sie sauber und ordentlich ausführt, sonst kann es zu schweren Verletzungen kommen. Also am besten nicht mit den Knien wippen oder sonstige schnelle Bewegungen einbauen. Nummer 4. Der Skater. Hebt das rechte Bein und streckt es nach hinten aus. Der Oberkörper geht dabei gerade nach vorne. Jetzt streckt ihr euer linkes Bein, sodass ihr mit den rechten Fingerspitzen den Boden berührt. Danach kommt ihr wieder hoch. Wippt mit dem rechten Bein und dem linken Arm auf und ab, sodass der Körper das Gleichgewicht halten muss. Danach versucht ihr wieder den Boden zu berühren. Das Ganze macht ihr 10 bis 20 Mal pro Bein. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.